Kalnit Help und ich habe jetzt Andreas Hoppe bei mir, Schauspieler und jemand, der sich auch immer engagiert für den guten Zweck. Wieso bist du heute Abend hier? Ja, weil ich das eine tolle Idee fand. Also ich habe den Horst getroffen beim Sommerfest vom NABU in Berlin und da hat er mich gefragt, ob ich denn kommen würde und ich sag, du, mach ich gerne, bin eh gerade auf Lesereise mit meinem neuen Buch und von daher bin ich heute hier. Und das, ein Hospiz ist echt wichtig. Wer immer damit schon mal zu tun hatte und ich hatte das, weiß, dass es wichtig ist, dass das so ein ehrenvoller und so ein friedlicher und gut behüteter Platz ist, weil das ist hier einer der schwersten Gänge, die man gehen kann. Und ich glaube, das wird ein bisschen in der Gesellschaft heutzutage auch unterschätzt, ne? Dass sowas wichtig ist, da wir ja auch als Gesellschaft altern. Na, ich meine, wir gehen ja alle irgendwie mit dem Tod so ein bisschen um, als wenn er nicht da ist. Und wenn man aber ein bisschen älter wird und irgendwann merkt, man kann den nicht einfach raushalten, der ist eben da und irgendwann kommt er auch, dann sollte man sich mit dem auseinandersetzen, damit man notfalls auch friedlich gehen kann. Wisst ihr, ja schon einige Jahre nicht mehr Tatort-Kommissar, ja. Wird man darauf immer noch angesprochen? Auf jeden Fall. Also meine Figur scheint sehr beliebt zu sein und auch ich war jetzt gerade auf der Frankfurter Buchmesse, habe da mein Buch Hoffnung und der Wolf vorgestellt und jeder Zweite kam, wie schade, dass Sie nicht dabei sind, wir vermissen Sie und das ist natürlich nicht schlecht. Man freut sich darüber, weil nach 20 Jahren ist es schon schön, wenn irgendwas geblieben ist. Und wie war das mit dem Tatort? Ich meine, das ist ja in Deutschland eine Institution, Teil davon zu sein. Es gibt nicht sehr viele Kommissare in ganz Deutschland, aber dass man Teil von ja, was richtig Großem ist. Also, das ist sehr unterschiedlich, weil einerseits hat man einen Stempel, andererseits war das für mich, als ich gefragt wurde, eine echte Ehre. Ich wusste aber da auch noch nicht, wie lange ich das machen werde. Und es sind dann letztendlich 59 Tatorte geworden, über 22 Jahre. Und das ist eine lange Zeit. Glücklicherweise durfte ich parallel immer noch andere Sachen drehen. Keine großen Sachen, weil ich manchmal mit dem Gesicht ein bisschen verbrannt war. Aber ansonsten war das natürlich auch eine Ehre. Und es ist im Moment gerade sehr schön, zum Beispiel bei so Buchthemen und so, dass Leute mir einfach ein bisschen anders zuhören, weil ich ein paar Mal bei ihnen sonntags im Wohnzimmer war. Die Leute kennen einen. Also ist ja nicht so als Art Schriftsteller, dass man nicht so ein Unbekannter dann ist. Ne? Ja, kennen ist ja noch eine Sache. Aber man, das hat, so ein Sonntagabend hat irgendwie nochmal so was anderes. Ich habe das Gefühl, das ist nochmal ein großer Unterschied. Auch, dass so viele junge Leute gucken. Für die ist das so der Schnittchenteller zu Hause, auch wenn sie nicht mehr zu Hause sind und irgendwie so eine Institution. Also das heißt eher, dass man nicht nur als Schauspieler irgendwie in einem Wohnzimmer drin ist, sondern das Gefühl hat, die Leute scheinen einen zu kennen. Ich weiß nicht, ob das bei allen so ist. Bei mir auf jeden Fall habe ich immer das Gefühl, die freuen sich, wenn sie mich sehen. Und die haben sich, glaube ich, auch gefreut, wenn ich im Wohnzimmer war. Ich kann das nur als Beispiel von mir zu Hause sagen. Mein Vater guckt, ist wirklich jemand, der alle Tatort guckt, immer sonntags. Mhm. Oder Polizeiruf 110 immer, wie auch immer, was läuft sonntags. Ja, und er tut dann so, wenn man dann danach miteinander spricht, als ob er die Leute kennen würde. Kommt man das manchmal rüber, wenn man mit den Leuten so spricht? Also mich hat über viele Jahre niemand mit meinem normalen Namen angesprochen, mit meinem Privatnamen, sondern meistens mit Kopper oder so, auch hinter mir hergerufen. Manchmal fand ich es dann ein bisschen zu viel, ansonsten habe ich das mit viel Humor genommen. Dankeschön, Andreas Hoppe, für dieses Interview. Also Andreas Hoppe, heute hier zu Gast bei Kalnit Help.